Hallo, ja. Ich wollte euch kurz erzählen, warum ich versucht habe, 2017 ohne Alkohol zu leben, warum ich mir das an Silvester vorgenommen hatte und wie ich dann letztendlich gescheitert bin. Okay, warum habe ich mir das vorgenommen? Grundsätzlich ein paar schlechte Erfahrungen und dann aber auch noch. Ich will mal kurz die Wirkung von Alkohol beschreiben, die Alkohol auf mich hat. Also, wenn man wenig trinkt, dann ist mein Eindruck, verstärkt sich einfach die Stimmung, die man gerade aktuell hat. Wenn es einem schlecht geht, geht es einem noch schlechter. Wenn es einem gut geht, geht es einem noch besser. Und wenn man dann mehr trinkt, dann wird man irgendwie betäubt. Beziehungsweise ich bin einfach total erschöpft und zu gar nichts mehr in der Lage. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter geworden bin. Ich habe andere Sachen in Erinnerung, dass es früher vielleicht mal anders war, aber vielleicht sind das auch falsche Erinnerungen. Ja, dann wird man irgendwie so total erschöpft und man fühlt vielleicht gar nichts mehr, aber man hat auch irgendwie auf nichts mehr Lust. Kein schönes Gefühl. Und das Problem ist jetzt, zumindest bei mir, es ist schwierig, kleine Mengen zu trinken. Denn was passiert, wenn ich kleine Mengen trinke? Was noch passiert ist, dass ganz viele andere Sachen, die mir außer Alkohol noch Spaß machen würden, dann nicht mehr möglich sind. Man kann sich nicht mehr gut genug zu konzentrieren, um eine Runde Schach zu spielen oder ein Buch zu lesen. Man ist körperlich nicht mehr in der Lage, um jetzt eine Runde joggen zu gehen oder Sport zu machen. Man ist dann in dieser komischen Zwickmühle. Man weiß nicht, was man machen soll. Und dann trinkt man weiter. Oder man setzt sich hin und lässt sich vom Fernseher berieseln, irgendwie sowas in der Art. Und ja, bei mir ist so, dann trinke ich tatsächlich aus Langeweile weiter. Und ja, das wollte ich nicht mehr. Da habe ich mich gefragt, wozu? Wozu? Das ist die Hauptfrage, die sich immer wieder gestellt hat. Wie lange habe ich jetzt durchgehalten? Ja, eigentlich bis Tanz in den Mai. Bei Tanz in den Mai ist Folgendes passiert. Ich weiß nicht mehr, ob Tanz in den Mai die erste Veranstaltung war. Nee, ich war auch schon vorher ab und zu auf Feten gegangen, um das auszuprobieren, ob ich das hinkriege, Alkohol abzulehnen. Aber mir wurde wenig angeboten oder ich konnte immer ablehnen. Und da war jetzt die Situation, dass jemand zwei Bier bestellt hatte und mir dann erzählt hat, das eine wäre für mich. Und dann ist mir sehr schwer gefallen, dieses Bier abzulehnen. Und ich habe es auch nicht abgelehnt. Da war aber eigentlich alles noch okay. Ich kam am nächsten Tag nach Hause und habe gesagt, das war eine einmalige Sache. Habe ich auch durchgehalten. Aber dann ist etwas anderes passiert. Mitte Juni kam ich auf die tolle Idee, Geschenke einzukaufen für August oder September jetzt. Und zwar habe ich eine Flasche Ouzo gekauft. Und noch eine andere Flasche Alkohol für einen aktuelleren Geburtstag. Und jetzt habe ich die Flasche Ouzo gekauft. Und die musste noch warten bis September. Ja, die wollte ich im September verschenken. Jetzt stand die am Anfang immer bei mir im Schrank. Da war sie warm und da konnte ich sie nicht trinken. Mit der Zeit, bis ungefähr Anfang Juli, ist die dann von selber irgendwie, hat sie Beine bekommen und ist ins Gefrierfach gewandert. Und da lag sie ein bisschen. Und dann habe ich sie immer gesehen, wenn ich ans Gefrierfach gegangen bin.
Dann hat sie jedes Mal gesagt, trink mich, trink mich. Und dann habe ich sie getrunken. Habe ich das erste Glas, wollte ich einfach diesen Geschmack. Ich wollte wissen, wie es schmeckt. Das war ungefähr Anfang Juli, habe ich das erste Glas Uso getrunken in diesem Jahr. Also so ein Schnapsbierchen, nicht, dass jetzt noch falsche Bilder entstehen. Das andere nächste Problem ist, beziehungsweise die andere Sache, die noch passiert ist, ist, ich habe auch noch eine Flasche Weinbrand gekauft, weil ich in dem Roman Die Brüder Karamasow andauernd gelesen habe, dass die Kaffee mit Weinbrand getrunken haben und ich wollte einfach wissen, wie es schmeckt. Ja, und das ist jetzt die aktuelle Situation. Und wenn ich es bewerten täte, würde ich sagen, ja, sobald der Uso und der Weinbrand leer sind, wäre es auch wieder, könnte ich mein alkoholfreies Jahr fortsetzen. Wobei man natürlich fragen kann, inwieweit das dann noch ein alkoholfreies Jahr ist. Aber ja, das Problem fängt an, sobald der Alkohol im Haus ist. Ich kann ihn nicht stehen lassen. Das ist genau dasselbe wie, wenn ich das erste, so wenn ich versucht habe, ein bisschen zu trinken, kann ich nicht. Ich trinke dann viel. Ja, so, das wollte ich kurz noch sagen, damit einfach, um klar zu machen, dass das andere Video, Alkohol in der Milchbar, dass das nicht einfach nur irgendwie ein dummer Scherz oder so war, sondern dass das auch einen wahren Hintergrund hat. Und ja, ich habe das nachher noch sehr verschnitten und zusammengeschnitten. Dadurch ist es jetzt irgendwie so rübergekommen wie ein Comedy-Video, habe ich den Eindruck. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mich sowieso schon interessiert, was den Leuten gefällt, die da auf Gefällt mir gedrückt haben. Würde mich generell immer interessieren. Schreibt das bitte immer mit in die Kommentare. Hilft mir auch total, ähnliche Videos zu machen oder dann zu wissen, was einfach gut daran ist.